wie weit müssen die zwei Ladungen 0,294 Coulomb und minus 0,147 Coulomb voneinander entfernt sein, damit sie sich im Vakuum mit einer Kraft von 4,8 Newton anziehen. Zuerst die Angaben. Die erste Ladung Q1 beträgt 0,294 Coulomb. Die zweite Ladung Q2 beträgt minus 0,147 Coulomb. Und die Stärke dieser zwei Anziehungskräften, Stärke, die wir mit Groß F bezeichnen, beträgt 4,8 Newton. Wir suchen den Abstand klein r zwischen diesen zwei elektrischen Ladungen. Und diesen Abstand klein r drücken wir in Meter aus. Um den herauszufinden, nutzen wir die Formel von Coulomb. Diese Formel stellen wir zuerst nach klein r um, ist gemacht, und jetzt brauchen wir nur noch K0 zu ersetzen durch 9 mal 10 hoch 9, den Betrag von Q1 zu ersetzen durch 0,294, den Betrag von Q2 zu ersetzen durch 0,147 und F zu ersetzen durch 4,8. Das führt dann zu dieser Rechnung und der Taschenrechner liefert, dass die gesuchte Distanz klein r ungefähr 9001,87 Meter beträgt.